Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. So. Wir sind jetzt in Antikosti und müssen mit dem Spion reden. Der Hund hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Hund. Mal gucken, was der uns so sagen kann. Nun, wie läuft der Pächter? Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay. Wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. So einfach macht man das. Schön, 100%. Das ist doch was. Gut. Würde ich sagen, ab zur nächsten Mission. Ich weiß jetzt dummerweise nicht mehr so genau, was ich vorher hier gemacht habe. Aber es wird sich bestimmt aufklären. Hey! Kommt man ja gar nicht hoch. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Ne, das ist die falsche Taste, die hier. Ne. Ach, da muss ich hin. Dann mache ich mal eine Schnellreise nach Nordamerika, ne? Der Wind verheißt Ärger, Captain Cormac. Ah. Nee. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich nicht schnell reisen kann. Aber dann mache ich das eben so. Sind wir jetzt wieder zu Hause? Bring die Hauptsegel in den Wind. Oder was ist jetzt los? Ich bin ein bisschen überrascht, wie das... Ah, falsche Taste. Wie das hier so
gerade ist. Gut, auf jeden Fall raucht da oben schon was. Gut. Na? Das heißt jetzt unauffällig schwimmen. Das ist gut. Naja. Nun laufen wir mal schön ruhig. Okay. Nur geladene Gäste. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Diese Frau da, kam die nicht auch in Black Flag vor? So ganz zufällig? War das nicht eine... eine... von den beiden eine, ich weiß jetzt nicht, es gab so zwei Piraten, die sehr berühmt waren und die sich haben schwängern lassen, damit sie nicht an den Galgen kommen und sind dann wieder abgehauen. Das weiß ich noch. Ich glaube, die sind auch in... Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Ach, wir müssen es jetzt suchen. Gut. Irgendein Zeug im Wasser, Sir! Kann nicht mehr weit sein. Feuer! Hey, nein! Nur ein Wassertreffer! Scheiße! Ach, wir sollten das Schiff verfolgen. Ja, okay. Gut. Weiß ich jetzt auch. Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Kopfsegel reffen! So. Ich kann jetzt nichts, ich kann kein Fernglas benutzen, das finde ich schade. Scharf zum Wind ausrichten. Ei. Da ist es. Wir geschafft. Also Männer, Zeit ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Sie sind nicht allein, Sir. Jetzt. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados. Und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Es ist eine Brig. Schiffe der Royal Navy fahren geradewegs auf Land zu, Captain. Nein, tun wir nicht. Bleib gut in Sicht, Captain!
Alles okay. Eine Blockade, Captain. Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum. Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Gut, gut. Hebt den Wind nach. Eine Blockade. Und werden wir machen. Washington muss sterben. Na? Die Bäume stehen ja hier nur so zufällig hier, ne? So. Wie es hier so steht. So steht es halt hier, ne? Weil es da so steht. Na? Ei. So, das Paket plündern. Ah, Mist! Das war... dumm gelaufen. So kann man das auch machen, aber das war nicht meine Intention. Boah. Man merkt schon, dass ich irgendwie Abi gerade geschrieben habe, wenn man solche Wörter benutzt. Geben Sie die Intention des Autors an. Naja, ich hab's. Ich war so glücklich, oder ich bin so glücklich und habe vor 2 Tagen meine letzte schriftliche Abi-Prüfung geschrieben. Deshalb darf man da auch sowas sagen. So. Ich wäre einfach schwimmen gegangen, das wäre viel einfacher gewesen. Nein! Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Ich wette, dass es irgendeine optionale Mission gibt. Die heißt... fallen Sie nicht ins Wasser. Oh, was ist das? Ein Gewehr? Wette, ist es dieses Tiergewehr, was die haben. Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nicht. Vielen Dank, Master. Master Washington. Ein Luftgewehr. So wie Granaten und Knallkörper.
Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet.